Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Auf dem Weg zu einem Pike Raid. Den seht ihr aber in einem anderen Video. Auch wie ich mit den Jungs hier gerade essen war. Alte Zeiten, ein paar Sachen. So nostalgiert über die alten Zeiten, wie tot Yu-Gi-Oh! Ist. Und auch, was mit Pokémon Go passiert ist, natürlich. Die Jungs nicht mehr so aktiv. Deswegen heute das Thema. Warum seid ihr nicht mehr so aktiv? Warum habt ihr aufgehört? Und so weiter und so fort. Vor allem jetzt natürlich, wenn man vergleicht, früher war Pokémon zwar geil, aber jetzt gibt es halt eigentlich viel mehr zu tun. Also müsste es jetzt eigentlich viel geiler sein als früher. Ja, aber das ist ja das Problem, weil es gibt viel mehr zu tun. Ja, man muss viel mehr machen, man muss eigentlich immer aktiv sein. Und das schaffe ich leider nicht. Ich habe nicht so viel Zeit, arbeitstechnisch, Familie. Ja, ich kann nicht so viel Zeit aufwenden für Ding. Aber ich bin immer noch ein bisschen, was halt geht. Ja, aber leider nicht so wie früher. Weißt du, was eigentlich für mich der Hauptgrund war? Ja. Ich fand's richtig geil, wo Lavita, Dratini, wo das was Besonderes war, wenn du es gefangen hast. Okay, ja, darüber habe ich auch schon oft geredet. Ja, jetzt wird er halt alles nachgeschmissen. Jetzt wird, ja, es, ja, so wie du sagst, es wird dir nachgeschmissen. Jeder, sogar Leute, die nicht richtig aktiv spielen, jeder hat krasse Pokémon. Ja. Ja? Und ja, das ist halt so das, was ich sage. Wir sind damals Kilometer gefahren, um mein Lavita, wir sind über Zäune geklettert, ja, um mein Lavita zu fangen. Heute gibt es diese C-Days, da kannst du in Ruhe... Okay, warte, warte. Hinweis, also er ist über Zäune geklettert, ich habe gar nichts gemacht. Ja, und heute wird dir halt alles hinterhergeschmissen, dann wo ich sage, wenn ich daran denke... Ja, ich finde, wir sind nicht mehr so viel wert, Mann. Ja, ja. Allein Mewtwo, Mann. Mewtwo ist eigentlich, war ein X-Raid, oder? Ja? Das war eine echt geile Zeit mit Mewtwo. Ein X-Raid, Mann, da musstest du dir eigentlich einen X-Raid verdienen irgendwie. Ja, da musstest du den auch Ding, blablabla. Und jetzt auf einmal, ja, kommt er in dem 5er-Raid und war... Wie lange? Ein Monat. Monat? Ja. Monat lang war Mewtwo, ja. Die Leute sind ja verrückt. Es hat jeder, keine Ahnung, wie viel, 100 Mewtwo oder 98 oder was, ja, weiß ich was. Ja. Dann ist da immer was Besonderes. Und wir reden hier von Mewtwo, Mann. Das ist das Abstand beste Pokémon eigentlich, was es gibt, oder das krasseste. Ja? Und es ist halt einfach schade, finde ich jetzt. Ja? Man sollte sowas eigentlich nicht machen, aber es ist halt Geldmacherei, sage ich jetzt. Oh ja. Auf jeden Fall. Ja? Und das ist halt, ja. Ja, ja, halt Sie haben halt ein bisschen so... Natürlich aus profitablen Gründen, will ich jetzt mal vermuten, weil für die Community selber finde ich es interessanter, wenn bestimmte Sachen einfach schwieriger zu bekommen sind. Ist meine, okay, Meinung, weil es gibt Leute, die investieren vielleicht mehr Zeit in das Spiel. Ich bin jetzt keiner davon, muss ich auch ehrlich zugeben, aber sogar ich habe fast ziemlich alles. Ja, unter anderem auch hier jetzt zum Beispiel durch diesen C-Day, muss ich ehrlich sagen, war es, ja, für mich gut, wo alles auf einmal, ja, eben, da, genau, war. Du warst ja eine lange Zeit weg. Ich war eine lange Zeit weg. Richtig, ich war lange Zeit. Also hast du ja eigentlich davon profitiert, dass ein paar Sachen nachgeschmissen wurden. Genau, ich habe komplett davon profitiert, aber zum Beispiel, ich rede von damals, wo ich schon Despota hatte, ja, aber wo wir wirklich mühevoll jedes einzelne Lavita gefangen haben, wo wir auch, ja, hingefahren sind, teilweise auch gelaufen sind, ist ja egal. Das war wirklich noch, da haben wir wirklich ganze Nächte gezockt. Ein paar Bonbons. Shoutout geht raus an Milos, Mann. Einer der verrückten Scanner, Mann. Alter, er war immer unterwegs. Jede Nacht, Alter. Klassik Milos. Ja, und jetzt, wo du dir denkst, das war eigentlich umsonst. Es war lustig, es auf war jeden cool. Fall, ja. War eine geile Zeit, Mann. War auf jeden Fall eine geile Zeit. Aber ja, wenn du es halt, wenn du's halt auf die Zeit berechnest, die du investierst hast, war es eigentlich umsonst. Ja. Das würde ich halt damit sagen. Ja. Aber gut, ich meine, ich glaube, die wollten auch schauen, dass die halt die Leute nicht verlieren. Dass auch Leute wie normale Spiele, die vielleicht durch die Stadt laufen, auch mal hier, ja, sowas wie Dratini und Despota, also Lavita fangen, ja, dass es für die halt nicht unmöglich ist. Das ist halt der Grund wahrscheinlich. Ja, gehe ich von aus, weil so hätten sie wahrscheinlich auch die Community, ja, halt verloren. Ja, und so eventtechnisch, früher war ja nichts los, da haben wir eigentlich sinnlos BP nur gefarmt, aber ja, für einfach Staub, für einfach Bonbon, ja, für einfach EP. Ja, und jetzt ist halt immer eigentlich was. Ja, juckt euch sowas nicht? Also ich muss ehrlich sagen, Mann, ich hab mein Level 40 erreicht, Mann, eigentlich echt mit, ja, viel Pokémon fangen, mit wenig Raids, Mann, ja, ja, und bin Level 40 ohne geworden. Freunde. Ja, wir haben viel gefarmt, auch so und so und so, und das war echt brutal. Und jetzt siehst du, jetzt machst du, keine Ahnung, jetzt machst du EPs mit Best Friend, mit Raids und. Das ist einfach zu einfach geworden. Zum Beispiel, alles, was ich auch, ja, verpasst habe, gab es nicht irgendeinen Tag, da habe ich ja nicht gespielt, gab es nicht irgendeinen Tag, da hast du pro Stop 5000 EP bekommen? Ja. Ja, 5200 mit, glaube ich. Entweder 5200 oder 5600. Ja, das heißt, wenn du. Das heißt, mit Glücksei aber. Ach, mit Glücksei war das. Ja, ohne war es zwar irgendwas. Ja, ja, gut, aber also, schau mal, gib dir mal, gib, du,
seid ihr doch in eine andere Stadt auch gegangen, gell? Ja, schau mal, ganz ehrlich, du kannst ja da komplett eskalieren in der Stadt. Es gibt einen Spieler, der hat während des Events von 0 auf Level 40 geschafft, nur mit Stops drin. Ja, aber da sieht man einfach, wo das Spiel hingegangen ist. Ja? Ja. Das ist eigentlich, PPs waren früher krass, Pokémon selten, ja, Sternshop sowieso selten und jetzt mittlerweile ist es ja alles in Fülle und Hülle. Ja? Ein Event jagt das andere, ja, und das ist einfach. Ja, aber es ist nicht gut, also immer was zu tun im Doch, Vergleich schon, zu früher. Ja, ja, klar, immer was zu tun. Aber wie gesagt, für mich ist es nicht gut, weil so habe ich immer den Drang, was machen zu müssen, aber ich schaff's halt nicht. Ja? Auch jetzt mit den ganzen Geschenken und so. Das aber du kannst ja eigentlich mitnehmen, was du kannst und vergesst es halt. Aber ich klicke halt nur zum Beispiel viel. Aber zum Beispiel die Zeiten, wo wir früher immer uns getroffen haben, zum Beispiel ja, mit im Sommer Bordeaux-Platz oder was weiß ich, das waren geile Zeiten, wo wir auf einfach gegangen, rumgelaufen sind, auch Nester abgecheckt haben. Ja, da haben wir auch geile Videos gemacht. Geil, ja. Das waren echt noch geile Zeiten. Und jetzt ist halt alles auf Raids, auf Freundschaft, auf... Keine Ahnung, ob das jetzt echt ist. Es hat sich viel gewandelt, ja. Ja. Jetzt will ich aber nicht sagen, dass es schlecht ist. Ja, auf keinen Fall. Aber anders auf jeden Fall. Ja? Und das ist für jeden, wie er es halt mag. Die früheren Zeiten waren echt geil. War echt geil. Schön. Ja, was könnt ihr euch so wieder locken? Ja, jetzt kommt ja der Frühling, der Sommer, da werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen unterwegs sein nach draußen, aber eher dass ich halt rumlaufe eventuell, ja, und nicht jetzt irgendwie gezielt irgendwas machen, sondern einfach mal in der Stadt rumlaufen, auch vielleicht Raids oder sowas. Ja, mit besserem Wetter, also ich weiß ja noch, wie verrückt wir waren, zum Winter waren wir ja beim Vulkano-Nest, ja. Also kalt war es nicht. Ding war kalt, Mann. Schloss Oberschleißheim EP-Event. Ja. Oh mein Alter, Gott. Ich bin erfroren. Das war kalt. Also da ich sag's mal so, im Sommer können wir uns auf jeden Fall öfters, wenn auch gutes Wetter ist, können wir uns auf jeden Fall öfters auch draußen treffen. Das ist ja auch besser geeignet dafür. Ja, auch vielleicht ein bisschen rumrennen oder so. Nesta haben sie jetzt, weiß ich nicht, haben sie eigentlich noch, wie funktioniert es mit Nesta? Nesta ist immer noch gleich. Funktioniert es noch aktuell? Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist halt, man braucht halt keine Pokémon mehr. Genau. Sagen wir Macholoness. Wer braucht Macholoness, wenn eh irgendwie so Macholo-Event, Kampf-Event oder sowas kommt? Oder Macho-Meist in den Raids kommen. Was die Jungs gerade angesprochen haben mit dem nachgeworfen bekommen. Oder irgendwelche Starter-Pokémon, brauchst du kein Event, weil eh kommt C-Day oder sowas. Das hat ganz ehrlich Starter-C-Day. Also ich will gar nicht sagen, aber ich habe 8 Monate, 9 Monate besiegt, sogar ich habe genug Bonbons von allen Starter-Pokémon, weißt du, wie ich meine? Ja. Also Nester sind eh komplett irrelevant geworden. Ja. Leider. 2 Minuten. Leider. Aber ansonsten, ich meine, wir sind hier einfach unangemeldet bei einem Raid und er wird zustande kommen, weil da sind noch genug Leute oder so. Ja, aber wir in der spielen immer noch wir genug Leute, Ja, da geht immer was. Ja. Das ist halt gut. Ja gut, aber wir sind doch zentral in München, also... Ja eben. Ja. Das ist halt okay, bei so einem Wetter, weißt du, schönes Wetter, kann man schon ein bisschen rumlaufen und so. Gibt's noch irgendwas, was wir machen können? Aber die Frage ist halt, was für Ziele gibt's für Pokémon? Ja? Wer hat jetzt welche Ziele? Ja? Zum Beispiel, fahrt man immer noch so viele EPs, wenn man immer noch der EP am meisten haben. EPs finde ich jetzt nicht mehr so wichtig, ich weiß, also ich persönlich, wichtig ist auf jeden Fall Sternstaub. Ja. Habt ihr noch die Vermutung, dass das Level noch nach oben geht? Oder? Eigentlich schon, ja, aber erstmal nicht, aber... Aber es wäre halt bitter, aber die Frage ist halt, wie sie es machen wollen. Genau, es wäre halt eigentlich bitter, wenn die dazu gewonnene EP, die du über 40 gemacht hast, nicht gezählt wird. Das ist halt meine Vermutung. Aber... Und deswegen bist du noch nicht 40, oder was? Deswegen bin ich ja noch nicht 40. Das ist der einzige... Taktik, oder? Das ist alles Taktik hier, Leute, ja? Ich lass mir Zeit. Oh mein Gott. So, das war's wieder. Ob die Jungs ihren ersten Puck hier gefangen haben, das seht ihr im Video gestern. Gestern übrigens 2 Videos hochgeladen. Das, wo ich mich mit den Jungs getroffen habe. Und Teamwechsel, wieso ich Gelb genommen habe. Hatte ja letzte Woche eine Theorie rausgehauen. Mit dem Teamwechsel. Und jetzt hat Crates im Code Medaillon entdeckt zum Teamwechsel. Falls euch das interessiert, checkt das Video von gestern ab. Ansonsten das Feedback für die Jungs natürlich wie immer ziemlich geil. Ihr seid die Besten. Aber ich will euch nicht enttäuschen, aber dass die mal wieder auftauchen, das wird wieder Ewigkeiten dauern, wenn überhaupt. Weil, ja, die Jungs zocken einfach das Spiel nicht mehr. Es ist so, als würdet ihr mich jetzt fragen, hey Hong, Samstag, fettes Yu-Gi-Oh! Turnier, bist du am Start? Da werde ich mir auch denken. Digga, nein! Genauso ist es mit den Jungs. Das ist ihr erster Palkia-Raid und wir haben 18. Februar. Wir haben noch gut eine Woche, ein bisschen mehr, 10 Tage. Ja, und die hatten noch nicht mal einen einzigen Palkia-Raid gemacht. Daran kann man sehen, dass sie einfach das Spiel nicht mehr spielen. Wir wurden an der Stelle des Videos jetzt leider getrennt oder abgeschnitten, weil wir den Raid gemacht hatten. Sonst wären die Jungs wahrscheinlich noch ein bisschen näher drauf eingegangen. Das
Das letzte Thema war ja Motivation. Tati hat es angesprochen, EP interessiert ihn nicht wirklich. Ja, jeder muss seine eigene Motivation finden, seine eigenen Sachen, die man im Spiel so machen kann. Ihr wisst ja, bei mir wechselt es auch immer zwischen EP, zwischen 100er Jahren, zwischen irgendwelchen Statistiken. Jetzt momentan sind es halt die Gold-AGen, Pokémon auf Max pushen, Lucky-Pokémon. Das hat mich jetzt eine Weile motiviert. Jetzt bin ich beinahe am Ende, mir fehlen nicht mehr so viele. Aber das hat mich auch eine Weile motiviert. Muss man halt immer für sich selber finden. Viele fragen mich immer, Hong, würdest du aufhören? Wenn ja, wann, wieso, warum? Wahrscheinlich halt, wenn Niantic die Server abstellt. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich immer zocken, habe ich auch schon öfters gesagt. Ich meine, selbst wenn ich nicht mehr so wirklich aktiv, wirklich richtig aktiv zocke, werde ich auf jeden Fall immer, wenn ich U-Bahn fahre, Bus fahre, Straßenbahn fahre, S-Bahn fahre, immer mal reinschauen in das Spiel. Genauso wie jetzt Jurassic World Alive. Ich zocke es nicht aktiv, aber hin und wieder schaue ich halt mal rein in die App. Also die App löschen und nie wieder zocken, das wird wahrscheinlich nie passieren, außer wirklich Niantic stellt die Server ab und man kommt gar nicht mehr ins Spiel rein. Eure Meinung unten in den Kommentaren, habt ihr schon mal aufgehört? Und wenn ja, was war der Grund? Beziehungsweise, was könnte ein Grund sein, dass ihr jetzt aufhört mit Pokémon Go? Und wie gesagt, das mit den Jungs, macht euch keine Hoffnung. Ich meine, wäre schön, wenn wir uns öfters treffen zum Essen oder so, aber Pokémon Go technisch werden sie wahrscheinlich nicht am Start sein. Kann man aber auch nicht erzwingen. Ich meine, ich habe jetzt viele neue Freunde kennengelernt. Der Unterschied halt zwischen denen und den neuen Leuten ist halt, das sind Naturtalente, die sind einfach fame geil. Ne, Famegeil ist nicht das richtige Wort, aber die sind einfach geboren, geschaffen für die Kamera. Ich meine, momentan zocke ich ja auch nicht alleine, ich bin viel mit anderen unterwegs. Der Unterschied ist halt, die anderen, also die neuen Leute, wollen nicht unbedingt vor die Kamera. Was natürlich verständlich ist, nicht jeder will vor die Kamera, nicht jeder will. Und der Unterschied ist, bei den Jungs, Kamera an und bam, wie ein Schalter bei denen. Und die sind bereit für die Kamera, richtige Showmänner, richtige Entertainer. Das ist halt das Lustige für die Videos, aber abgesehen davon, wenn sie nicht Pokémon spielen, kann man es auch nicht erzwingen. Ich habe genug Freunde, mit denen ich Pokémon Go spiele. Mit denen mache ich halt andere Sachen, wie zum Beispiel über die alten Zeiten und Yu-Gi-Oh! Reden. Aber okay, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.